Klappe zu, Sascha tot, wir wollen es nicht hoffen. Willkommen. Ich befinde mich gerade in einem Maul eines Spinosaurus. Glücklicherweise aber nur eine Attrappe. Denn die Dinosaurier, die sind wieder auferstanden in der Biosphäre Potsdam. Bei mir ist Christine Hürkamp. Ihr habt die Biosphäre auch gleich umbenannt. Wie heißt sie denn jetzt? Na, für die nächsten 3 Monate heißt sie natürlich Dinosphäre. Dinosphäre heißt, hier sind ordentliche, riesige und vor allem viele Dinosaurier zu sehen, oder? Ja, wir haben eine bunte Mischung aus 20 Dinosauriern. Das heißt, wir haben die riesigen wie den Spinosaurus. Wir haben kleine Raptoren, die aber trotzdem sehr gefährlich sind. Wir haben große Pflanzenfresser. Wir haben einfach eine ganz verschiedene Mischung. Und mir ist auch eine riesige Schildkröte aufgefallen. Also überhaupt Urzeitwesen sind zu sehen. Urzeitwesen, die sind aber alle aus der Kreidezeit. Also einheitlich aus einem Zeitalter. Nun kann man hier auch nicht nur Sachen erleben, man kann sie nicht nur bestaunen, sondern auch ein bisschen was lernen. Natürlich, wir haben natürlich eine passende Beschilderung dazu gemacht. Unser Spinosaurus, da erfährt man natürlich zum Beispiel, dass das große Segel oben einfach dazu diente, die Körpertemperatur zu regulieren. Wenn natürlich morgens die Sonne drauf scheint, wird das Tier wärmer und dann kann das vielleicht zusammenklappen, was man natürlich nicht so genau weiß. Da rätseln die Paläontologen noch. Worin unterscheidet sich diese Dino-Ausstellung von anderen? Na, wir haben natürlich den Urwald dazu und hoffen, dass wir ein bisschen authentisch einfach die Situation hinkriegen, wie sie vielleicht gelebt haben könnten. Auf jeden Fall herrscht hier tropisches Klima. In den nächsten Tagen in Berlin natürlich überhaupt nicht. Wobei, nass ist es auch. Nur was darunter kommt, das sollten Sie sich jetzt mal anschauen. In der Nacht bleibt es trocken. Kein Schneefall. Der Himmel ist aufgelockert bei -4 °C. Am Mittwoch erreichen wir auf dem Thermometer 2 °C. Dabei ist es vormittags sonnig bis wolkig. Ab dem Nachmittag kann es dann auch vereinzelte Regenschauer geben. Der Ausblick für die nächsten Tage. Donnerstag wird es noch verregnet, Freitag dann schön und ab Samstag ist wieder mit leichtem Schneefall zu rechnen. Insgesamt wird es dann wieder winterlicher. Und neben den Dinosauriern sind natürlich auch die Kois hier ein absolutes Highlight. Man kann auch mal versuchen mitzufüttern. Und da sind nur Kois, das sind nicht mal Piranhas. Ja, das ist sehr lustig. Komm, ich tu mal so, als ob. Okay. Das können Sie natürlich auch erleben. Schauen Sie noch bei uns ins Internet unter www.tvb.de. Einfach auf die Wetterseite klicken. Dort stehen alle Informationen zur Biosphäre Potsdam, die ja nun Dinosaurier. Dinosphäre heißt so. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wir vergnügen uns im Programm.